Wenn du wissen willst, ob du lieber einen Crepe oder eine Bratwurst essen sollst, dann bleib jetzt dran, dann zeige ich dir ein paar Tricks, wie du fit über den Weihnachtsmarkt kommst. Moin, ich bin Ben und ich bin der Hübsche von den Sinop Brothers. Und wenn du das lustig findest, dann musst du mal den anderen angucken. Der erste Tipp ist, du solltest auf keinen Fall hungrig losgehen, weil wenn du hungrig bist, kann ich dir garantieren, dass du zum ersten Snack greifen wirst, egal wie viel Fett und Scheiße da drin ist. Wenn du denn was gefunden hast und es dich überkommt, dann empfehle ich dir, zu jedem Snack ein Glas Wasser zu trinken. Das füllt deinen Magen, du hast nicht so viel Hunger und Appetit auf Neues und du sparst dir viele Kalorien. Wir haben uns jetzt eingedeckt mit allerhand Crepes, die es so gibt. Wir haben hier einen mit Nutella, wir haben hier einen mit drei Kinderriegeln, wir haben einen mit Zimt und Zucker und wir haben einen mit Apfelmus. Und jetzt gucken wir mal, was das Geilste ist. Also grundsätzlich hat ein Crepe so um die 200 Kalorien, wenn ihr den pur esst, wenn da nichts drauf ist. Dann fangen wir mal mit der Kalorienbombe schlechthin an, der mit dem Kinderriegel. Und da müsst ihr einfach die folgende Regel beachten. Jeder Kinderriegel sind 120 extra Kalorien. Auf diesen Bomber sind drei Kinderriegel drauf. Das heißt, 360 Kalorien nochmal on top oben drauf sind 560 Kalorien, die euch da in die Wampe knallt. 560 Kalorien. Aber geil. Müsste der sein. Aber ich teile das mit dem Kameramann, deswegen sind es nur 560 durch 2. Was auch immer das sein mag, könnt ihr Nils fragen, der ist zwar hässlich, aber schlau. Der nächste Klassiker ist der mit Nutella. Dürfen wir überhaupt Nutella sagen? Der mit Schokocreme. Und je nach Schokocreme und Menge sind das so um die 320 bis 350 Kalorien. Aber jede einzige Kalorie lohnt sich, das könnt ihr mir ja glauben. Beste Leben, beste. Ich habe die Pappe mitgegessen. Da gibt es noch mal 15 extra Kalorien. Crepe mit Zimt und Zucker hat um die 270 Kalorien. 260, 270 Kalorien. Ist nicht so mein Favorite. Aber hat natürlich deutlich weniger Kalorien als die Kravenzmann da eben. Ne? Von daher. Vielleicht eine gute Alternative. Kommen wir jetzt zum Gewinner von diesem Ranking. 230 bis 250 Kalorien. Apfelmus. Wird mehr im Mund. Aber mega lecker. Aber Lifehack. Für um die 600 Kalorien Zimt und Zucker und Apfelmus. Beste. Beste. Und all diese vier Tipps kannst du dir echt in die Haare schmieren, wenn du alle vier Crepes gegessen hast. Tüte Mandeln sind ungefähr 100 Gramm, die haben 600 Kalorien. Zwar auch relativ viel Eiweiß, aber auch sehr viel Kalorien. Safe übergebe ich mich gleich. Aber eine Mandel geht noch. Eine Frage, die ihr euch auf jeden Weihnachtsmarkt stellen solltet, ist, warum hier überall Stroh liegt. Das ist essentiell. Musik.
Bratwurst hat in der Regel so inklusive Brötchen 600 Kalorien. Du kannst natürlich einige Kalorien sparen, wenn du das Brötchen weglässt oder die Bratwurst. Und hier, guck mal hier aufs Tablet, ist natürlich noch Mayo, Ketchup und Senf drauf. Das haut natürlich auch nochmal richtig rein. Wobei da Senf die beste Alternative wäre, weil die hat ungefähr 30 Kalorien auf 100 Gramm weniger als Ketchup. Ich würde jetzt ja eigentlich alle durchprobieren, aber ich esse kein Schweinefleisch. Das ist Ausnahme. Die 150 Kalorien spare ich mir natürlich. Die kann jetzt der Kameramann essen. Die spare ich mir nämlich, weil wir jetzt noch Glühwein und Co. ausprobieren werden. Ich sag mal so, wir mussten das ein paar Mal mehr drehen. Der Glühwein hat Kalorien. Ha. Hier ist Sahne drauf. Sahne ist scheiße. Auf jedem Weihnachtsmarkt werden verschiedene Größen von Glühwein verkauft. Deswegen haben wir jetzt mal runtergerechnet auf 100 Milliliter. Dieser Glühwein hat um die 200 Milliliter und pro 100 Milliliter 220 Kalorien. Mit Schuss natürlich. Und ich würde sagen, man schmeckt die Kalorien nicht so. Der nächste ist hier Eierpunsch. Den hatten sie nicht, deswegen habe ich einen Lumumba mit Sahne genommen. Sahne ist scheiße. Aber ein Eierpunsch hat fast 400 Kalorien auf 100 Milliliter. Würde bedeuten, dass das Ding so um die 800 hat. Also ganz schön Umdrehung, aber schmeckt dafür auch sehr gut. Tipp ist, wenn es nicht ohne Alkohol geht, oder ohne Alkohol wäre mit einem Kinderpunsch, der hat so um die 100 Kalorien auf 100 Milliliter. Und wenn es unbedingt Alkohol sein muss, dann kannst du einen Apfelwein nehmen. Der sieht dann so aus, der hat auch um die 100 Kalorien auf 100 Milliliter. Und schmeckt wie warmer Apfelsaft, der reinknallt. Digga, wir müssen los. Ohne Quatsch, das war natürlich kein allumfassender Überblick über die Situation auf dem Weihnachtsmarkt. Aber viel wichtiger ist, dass ihr mal eure Zeit genießt und mal 5 gerade sein lasst. Und einfach mal die geile Jahreszeit Winter genießt. In dem Sinne, mach mal, lass mal ein Abo da. Drück mal hier die Glocke und abonnier uns. Hinterlass mal einen Kommentar mit deiner Lieblingssünde auf dem Weihnachtsmarkt. Gibt's bestimmt in jeder Stadt andere Spezialitäten. Hinterlass mal einen Kommentar, das würde mich echt interessieren.